Ja, einen schönen guten Tag nochmal von mir. Vier Themen werde ich heute ansprechen. Das erste, ich werde berichten aus der Parteivorstandssitzung und über den Entwurf unseres Parteiprogramms. Ich werde zur aktuellen Debatte um Steuersenkungen Stellung nehmen. Ich werde zur Griechenland-Problematik und zur Eurokrise eine Bemerkung machen und zum Schluss über die Panzerlieferungen nach Saudi-Arabien noch sprechen. Als erstes zu unserem Programm. Wir haben uns am Sonntag mit überwältigender Mehrheit für ein neues Grundsatzprogramm im Entwurf verständigt. 37 Mitglieder unseres Parteivorstands haben mit Ja gestimmt, haben dem zugestimmt, zwei mit Nein. Es gab eine Enthaltung. Das ist für uns ein sehr wichtiges Zeichen der Geschlossenheit unseres Parteivorstands und es ist auch aus unserer Sicht ein wichtiger Meilenstein zur weiteren Debatte um unser Programm und zur weiteren Gestaltung dieses Programms. Wir werden diesen Programmentwurf am 11.07. öffentlich vorstellen. Wir werden dann in der Partei weiter debattieren um dieses Programm. Das heißt, es ist ja ein Entwurf des Parteivorstands, es ist doch kein fertiges Programm, das wird dann später kommen. Es wird dann bis zum 8.10. Änderungsvorschläge geben können zu diesem Programmentwurf des Vorstands aus der Basis unserer Partei. Es wird dann nochmal eine abschließende Beratung des Parteivorstands geben und am Parteitag am 21. bis zum 23.10. werden wir unser Grundsatzprogramm beschließen. Danach, und so haben wir das angekündigt und so hat es auch unsere Parteibasis bereits in einer Mitgliederentscheidung festgelegt, danach werden wir in einem Mitgliederentscheid, der bis zum Dezember laufen soll, die Basis unserer Partei um Zustimmung zu diesem Programmentwurf bitten. Und am 18.12. wollen wir dieses Ergebnis verkünden. Das heißt, mit anderen Worten, bis zum 18.12. wird unser Parteiprogramm stehen. Wir sind absolut im Zeitplan und wir haben damit unsere Vorstellungen, die wir haben im Vorstand, auch so in Beschlüsse gießen können. Die ganze Programmdebatte war von kontroversen Debatten begleitet, auch medial. Die Debatte im Vorstand war äußerst konstruktiv und sie war von dem Willen geprägt, deutlich zu machen, dass dieser Vorstand auch handlungsfähig ist und das ist uns auch gelungen. Es war ein Wille zum Kompromiss bei allen Beteiligten zu sehen, bei allen verschiedenen Strömungen. Sie wissen, unsere Partei ist ja heterogen, auch im Vorstand zusammengesetzt. Die Debatte war vom Willen geprägt, gemeinsam einen solchen Entwurf vorzulegen. Und es zeigt eben, dass das, was teilweise auch medial berichtet wird, über die Zerrissenheit der Linken immer dann nicht eintritt, wenn es konkret wird, wenn die Beschlüsse kommen. Und es ist nicht das erste Mal, auch bei verschiedenen Parteitagen war im Vorfeld oft eine heftige Debatte eher medial festzustellen als in der Praxis. Und dann haben wir, was letztendlich die Mehrheitsentscheidungen angeht, immer sehr klare und deutliche Beschlüsse fassen können. Es wird so sein, dass ich heute keine detaillierte Vorstellung mache. Das machen wir dann, wenn dieses Programm vorgestellt wird am 11. Aber einige grundsätzliche Bemerkungen auch heute schon an dieser Stelle. Die Grundidee, die dieses Programm durchzieht, ist die Frage des sozial-ökologischen Wandels. Dahinter steckt der Versuch, dass wir Ökologie und soziale Gerechtigkeit verbinden wollen. Und unser Ansatz als Linke ist eben immer auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit bei diesen Veränderungen entsprechend ausreichend zu berücksichtigen. Wir wollen, und das ist deutlich in diesem Programm, uns als Interessenvertretung der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger präsentieren. Deren Interessenlage geht aus von ihrer konkreten Lebenslage als abhängig Beschäftigte, als Rentnerinnen und Rentner, als Schüler und Studenten. Meistens in einer Situation, dass sie von ihrer eigenen Arbeitskraft leben müssen und nicht von ihrem Vermögen. Das zieht sich durch dieses Programm durch und deshalb verstehen wir uns eben auch bei diesem Ansatz als Interessenvertretung der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger. Alle anderen Parteien haben mehr Angst vor einer Bankenpleite als vor einer Million Arbeitslosen. Wir sehen das anders. Wir wollen die Interessen an dieser Stelle schlichtweg umkehren und die Interessen der Mehrheit zur Geltung bringen.
Wir stehen, das wird Sie auch nicht überraschen, für gute Arbeit. Das bedeutet für geregelten Arbeitsmarkt. Das bedeutet, dass wir die Frage der Leiharbeit, die Frage der Befristungen, dass wir die Frage, dass eben die Menschen wieder von ihrer Arbeit vernünftig leben können, auch ins Zentrum unseres Parteiprogramms stellen wollen. Dieses Grundsatzprogramm wird insgesamt für uns ein wichtiger Meilenstein für die weitere Parteibildung, weil es Gelegenheit gibt, über die Inhalte zu reden. Und wenn man über Inhalte redet, führt es in der Linken immer dazu, dass man sich letztendlich einigt. Und wir sehen deshalb dieses Programm auch als Prozess der Einigung, der weiteren Bildung in unserer Partei. Ich möchte mich auch an der Stelle nochmal ausdrücklich bei allen, die da mitgewirkt haben, bedanken. Übrigens auch bei allen unterschiedlichen Strömungen, die bei dieser schwierigen Frage ihren Beitrag geleistet haben. Ein weiter wichtiger Beschluss ist gefasst worden in der Sitzung des Vorstands, wann wir nämlich unseren Wahlparteitag 2012 durchführen werden. Er wird am 2. und 3. Juni in Göttingen sein. Darauf hat sich der Vorstand verständigt. Zweite Thema: Steuern. Meine Damen und Herren, wir haben bereits in der letzten Legislaturperiode klar und deutlich gesagt, wir wollen, dass der Mittelstandsbauch, also die überproportionale Belastung mittlerer Einkommen, aus dem Steuertarif streichen. Wir wollen den Mittelstandsbauch abschaffen. In der letzten Legislatur waren wir die Einzigen, die das gefordert haben. Alle anderen haben diese Forderung abgelehnt. Es freut uns, dass inzwischen auch an dieser Frage andere bei uns abschreiben. Das ist in der Frage auch durchaus gewünscht und erlaubt. Wir sind auch weiterhin dafür, dass wir unsere Bürgerinnen und Bürger, insbesondere die mit kleineren und mittleren Einkommen, entlasten. Allerdings wollen wir diese Entlastung nicht zulasten des Staatshaushaltes durchführen, sondern bei den Einnahmen letztendlich umschichten. Was heißt das konkret? Wir sind dafür, dass wir den Grundfreibetrag beim Steuertarif anheben auf 9.300 Euro. Wir sind dafür, dass wir den Mittelstandsbauch abschaffen, also einen linearen Steuertarif bekommen. Und wir wollen gleichzeitig den Spitzensteuersatz anheben, sodass das nicht dazu führt, dass der Staat letztendlich auf Steuereinnahmen in einer Größenordnung verzichten müsste, die letztendlich dann wieder zu Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger an anderen Stellen führen, durch Streichung entsprechender Leistungen. Im Ergebnis unseres Vorschlags steht, jeder, der unter 6.000 Euro brutto im Monat verdient, wird entlastet und jeder, der über 6.000 Euro im Monat verdient, wird belastet. Und das bedeutet im Übrigen, dass auch Bundestagsabgeordnete dann ein bisschen mehr zahlen müssen, aber ich glaube, das ist auch nicht ganz unmöglich in dieser Gehaltsgruppe, dass sie das tun. Aber wir wollen insgesamt nicht den Staatshaushalt belasten, ich sage das nochmal, sondern wollen umschichten bei den Einnahmen zugunsten kleinerer und mittlerer Einkommen. Die Bundesregierung macht eine andere Politik, ich kleide das mal in ein Bild. Die Bundesregierung wartet, wenn man so will, knietief im Dispo, obwohl das letzte Auto noch nicht abbezahlt ist, werden schon die Einnahmen der Zukunft verjubelt. Das ist die Politik der Bundesregierung. Und da machen wir nicht mit. Und jede schwäbische Hausfrau und jeder schwäbische Hausmann würde sich die Haare raufen bei einer solchen Politik. Das ist aus unserer Sicht verantwortungslos. Deutschland, insbesondere die Bundesregierung, kritisiert ja mit Vorliebe die Athener Regierung mit ihrer Haushaltspolitik. Ich sage, das ist genau so, wie es nicht machen darf. Man kann nicht die Einnahmen schon letztendlich verjubeln, bevor sie überhaupt da sind. Und man müsste vor allen Dingen zur Sanierung der Staatshaushalte entsprechend unseres Vorschlags verfahren. Zu den Griechen. Was den Griechen zugemutet wird, meine Damen und Herren, das wird über kurz und lang auch uns zugemutet werden. Mit anderen Worten, wer den Griechen zumutet, dass die Löhne gesenkt werden, wer ihnen zumutet, dass die Renten gekürzt werden, wer ihnen sagt, wir müssen im Gesundheitssystem sparen und dort das Gesundheitssystem schleifen, wer das Tafelsilber verschleudert, das allerdings ist bei uns schwierig, weil wir schon nicht mehr so viel haben, wer gleichzeitig die Lehrer abbaut und abbauen will und gleichzeitig über Bildungsnotwendigkeiten spricht, und das für die Griechen verordnet, der wird das irgendwann auch in der Bundesrepublik auf die Tagesordnung setzen. Das ist unsere Befürchtung, die wir haben. Deshalb sagen wir, das neue Milliardenpaket für Griechenland ist ein Rettungsring aus Blei.
Griechenland wird vor die Wahl gestellt, ob es sich von den Zinsforderungen der Banken oder von den Sparkommissaren der Eurozone abwürgen lässt. Für die Bürger ist es so oder so dramatisch. Entscheidender Schönheitsfehler: Es handelt sich um einen Deal zulasten der Steuerzahler. Eine Beteiligung der privaten Gläubiger, die dringend notwendig wäre, um ein wenig die Lasten gerecht zu verteilen und auch das Verursacherprinzip zu berücksichtigen. Eine Beteiligung der privaten Gläubiger steht immer noch in den Sternen. Die bisher genannten Größenordnungen sind eher mikroskopisch. Und das mit der Freiwilligkeit, meine Damen und Herren, das haben wir schon öfter erlebt, was im Ergebnis bei solchen Regelungen rauskommt. Ergebnis ist, in Griechenland verbrennt das Geld der Steuerzahler und die Banken dürfen weiter ihr Unheil anrichten und mit Wucherzinsen den Staaten die Luft zum Atmen nehmen, wie wir das bei Griechenland sehr deutlich sehen. Im Übrigen auch mit dem Ergebnis, dass die Wirtschaft abgewürgt wird. Sie kennen das. Wie bei der Finanzkrise zahlen die kleinen Leute für Dinge, die sie selbst nicht beeinflussen konnten und auch nicht verursacht haben. Die Eurokrise wird sich nach unserer Ansicht weiter verschärfen, solange der Mut fehlt, die wirklich Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen. Das sind die Banken, das sind die Hedgefonds, das sind die Versicherungen, das sind die Spekulanten, das ist die Finanzmafia. Wir sagen, das Spielcasino der Finanzhaie muss geschlossen werden. Wir brauchen ein neues System der Staatsfinanzierung. Als ersten Punkt eine geordnete Entschuldung der Euro-Krisenstaaten unter Einbindung der Banken und privater Gläubiger. Wir brauchen zweitens die Gründung einer europäischen Bank für öffentliche Anleihen, sodass sich die öffentlichen Haushalte mit billigeren Krediten versorgen könnten, ohne dass sie permanent über die Banken sich Geld besorgen müssen. Wir brauchen die Einführung einer europaweiten Vermögensabgabe und einer Zinssuchersteuer. Diese Zinssuchersteuer könnte zum Beispiel dazu führen, dass man ab einer bestimmten Größenordnung einer Zinssatz über einen bestimmten Satz eben diese Ergebnisse dann wegsteuert. Das wäre eine Möglichkeit, um das einzudämmen. Und vierter Punkt, ich möchte noch mal darauf zu sprechen kommen, wir sind die Einzigen, die das immer wieder sagen. Wir werden diese Verwerfungen im Euroraum nicht hinkriegen, wenn wir nicht zu ausgeglichenen Handelsbilanzen in Europa kommen. Wenn wir das nicht machen, wird es nicht gehen. Es kann nicht sein, dass immer ein Land seine Exportüberschüsse steigert, dass gleichzeitig man sich dann fragt, wie sollen die anderen das eigentlich finanzieren, wenn man ihnen gleichzeitig nichts abkauft. Oder wenn man gleichzeitig nicht andere Transferleistungen, zum Beispiel über Urlaub oder Ähnliches, möglich macht. Also wir brauchen ausgeglichene Handelsbilanzen in Europa. Ich verweise auch nochmal auf das Stabilitätsgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das nach wie vor in Kraft ist, in dem es heißt, dass ein Ziel staatlicher Wirtschaftspolitik ausgeglichene Außenhandelsbeziehungen sind. Das tritt diese Bundesregierung mit Füßen. Sie erwähnt es nicht mal, sie erkennt es nicht mal. Und das ist das Dramatische. Und wenn sie es nicht erkennt, ist man nicht in der Lage, die Fehler zu beseitigen. Und deshalb wird sich diese Eurokrise natürlich auch verschärfen. Ich möchte zu dem Vorschlag noch eine Erläuterung geben. Wir haben zurzeit Steuereinnahmen gesamt von 529,3 Milliarden Euro. Die Gesamtlast, das bezieht sich auf 2010, für Kredite sind 63,2 Milliarden Euro. Das bedeutet, von jedem Euro der Steuerzahler gehen inzwischen 12 Cent an die Banken für Zinsen. Das ist ein Zustand, der ist auf Dauer nicht tragbar. Und der ist bei anderen Ländern schon in einer großen Ordnung, die wir kennen, die nicht akzeptabel ist. Deswegen sagen wir, die Staaten müssen sich von den Banken emanzipieren. Wenn das nicht passiert, wird dieser Euroraum in Verwerfungen kommen, wo wir gegenwärtig nur den Anfang erleben. Selbstverständlich bei diesem Vorschlag, den ich gemacht habe, Einführung einer Strafsteuer für Wucherzinsen und so, muss man natürlich über Freibeträge für Kleinsparer und so weiter nachdenken bei diesen Zinseinnahmen. Als letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, möchte ich den Panzerdeal von Saudi-Arabien oder mit Saudi-Arabien erwähnen. 200 Leopard-Panzer sollen an das Regime in Saudi-Arabien genehmigt werden. Das ist empörend und steht im krassen Gegensatz zu unserem sonstigen Verhalten des Außenministers, der sich in Kairo von Aufständischen feiern ließ. Ich möchte daran erinnern, dass Saudi-Arabien zu den schlimmsten Menschenrechtsverletzern der Region gehört. Saudi-arabische Truppen waren es, die den Aufstand in Bahrain niedergeschlagen haben, und zwar mit aller Brutalität. Man kann sagen, die tödlichsten Panzer für die schlimmsten Unterdrücker. So ist offensichtlich die Devise der Bundesregierung in dieser Frage. Wir werden alles tun, um diesen Deal zu stoppen. Wir werden im Bundestag in dieser Woche
uns damit beschäftigen. Vielleicht noch ein Wort zu den Grünen in dem Zusammenhang, die sich ja jetzt auch wortreich empören. Ich habe den Eindruck, sie empören sich immer dann, wenn sie selbst nicht regieren. Wenn sie selbst regieren, machen sie mit. Ich erinnere daran, eine der letzten Amtshandlungen der Regierung Schröder 2005 war die Genehmigung des Exports von 1000 Panzern in die Türkei. Dort ist es offensichtlich so, dass man das Fähnchen nach dem Wind hängt. So viel von mir, meine Damen und Herren.